So, herzlich willkommen bei Osnabal TV. Ich war mal wieder so frei und habe mir ein paar Gäste eingeladen. Wer sich für Sport oder Fußball interessiert, in und um Osnabrück, brauche ich die Herrschaften, die neben mir sitzen, eigentlich nicht mehr vorstellen. Aber weil ich sie eingeladen habe, finde ich, gehört es sich, dass ich sie trotzdem nochmal vorstelle. Zu meiner Linken ganz außen Nico Fehlhauer, Trainer vom TSV Fenne schon einige Jahre. An meiner rechten Seite Uwe Brunn, ehemaliger Torhüter vom VfL, jetzt nicht mehr aktiv, sprechen wir gleich noch drüber. Und neben mir zu meiner Linken Tobias Langemeier, ehemaliger Trainer der Sportfreunde aus Lechting und jetzt angeheuert als Trainer beim Oberligisten vom TuS Bersenbrück. Einiges verbindet die natürlich, die drei. Die haben nämlich alle beim VfL zusammengespielt und darüber und über einige andere Sachen wollen wir uns jetzt mal ein bisschen unterhalten. Jungs, erstmal cool, dass ihr da seid, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Hier in den schönen Garten und wollen wir gleich mal anfangen hier mit meinem Nachbarn zu meiner Linken, Tobi. Die Bezirksliga-Saison ist jetzt so ein paar Wochen her. Man konnte nochmal das Ganze aufarbeiten. Ihr habt 68 Punkte gehabt, genau wie Gesmold. Ihr seid letztendlich an der Meisterschaft um 6 Tore gescheitert. Ja. Wie hast du das Ganze verkraftet, beziehungsweise was für ein Resümee hast du letztendlich gezogen? Ja, also direkt nach dem Spiel, da habe ich es der NOZ ja auch schon gesagt, ist so, dass man extrem stolz ist auf das, was man die 7 Jahre erreicht hat. Und natürlich braucht man ein paar Tage, um einfach Abstand zu gewinnen. Auch ich bin jetzt froh, dass es auch direkt letzte Woche Montag direkt wieder losging, weil dann hast du gleich eine neue Aufgabe. Aber insgesamt mein Resümee in Lechting ist einfach so, dass wir was Außergewöhnliches geschafft haben, dass wir eine extreme Weiterentwicklung auch hatten, besonders kadertechnisch, wo Lars Schiersand, mein Nachfolger, auch ordentlich jetzt nochmal zugelegt hat, auch von der Qualität her und wo wir einfach eine Basis geschafft haben, die für Lechting außergewöhnlich sind und darauf kann Lechting stolz sein und auch darauf aufbauen. Was meinst du, was war letztendlich entscheidend, dass ihr in den letzten 3 Spieltagen quasi abgefangen worden seid? Mentale Stärke? Also, ich glaube, am Trainerteam lag es eventuell nicht, weil ihr habt alles reingehauen, was ging. Nein, man muss sagen, am Ende hat Gesmold das auch verdient. Es ist so, dass dann über den ganzen Saison auch Nuancen ausmachen. Sie haben in den letzten Spielen extrem viele Tore geschossen. Das muss man einfach dazu sagen. Wir haben dann das Derby gegen Rulle verdient auch verloren. Dort hat Rulle ein überragendes Spiel gemacht. Ich glaube, das beste Spiel der ganzen Saison. Und am Ende des Tages sind es 6 Tore. Ja, alles gut, okay. Aber trotzdem bin ich stolz auf die Jungs und auch auf den Verein. Und ich wünsche Gesmold alles Gute auch in der Landesliga. Und ja, so würde ich es jetzt einfach zusammenfassen. Da schließen wir uns vom Team Osnabrück natürlich auch nochmal an. An Gesmold, Viktoria Gesmold, herzlichen Glückwunsch nochmal. Bis zum Schluss dran geblieben, Kappe ab. Das zeugt auch von einer großen Gemeinschaft, vom starken Teamgeist. Und da nochmal Glückwunsch und ja, viel Spaß in der Landesliga. Nico Fehlauer, der TSV Fenne, ein Verein. Ja, ich habe schon ein paar Mal, wenn wir uns mal unterhalten, gesagt, das kleine gallische Dorf. Und das meine ich nicht negativ. Ihr seid Sechster geworden. Für euch würde ich mal sagen, richtig gut abgeschnitten. Ich glaube, es waren letztendlich 47 Punkte, die ihr geholt habt. Und was man noch dazu sagen muss, und das habe ich persönlich auch noch nie gehört, dass ein Verein an die 28 Spiele auswärts bestreiten muss, weil Umbauarbeiten am Platz fällig waren. Aber dazu kannst du uns jetzt sicherlich mehr sagen. Das ist schon kurios, oder? Absolut, erstmal danke für die Einladung. Cool, hier in der Runde zu sein, die alten Weggefährten wiederzusehen. Würde ich ungern korrigieren, es waren tatsächlich 29 Auswärtsspiele. Ja, es passt, das meine ich auch sehr, sehr positiv. Das passt halt zu unserem Verein. Das ist alles ein bisschen sehr hemdsärmlich, aber mit viel Herz, mit viel Leidenschaft. Sehr viele Ehrenamtler, die da richtig Vollgas geben. Also da bin ich richtig stolz drauf. Deswegen ist das gar nicht despektierlich gemeint, aber es sucht schon seinesgleichen, dass wir eben 29 Auswärtsspiele gemacht haben und, glaube ich, knapp 1,5 Jahre gebraucht haben, um das erste Mal wieder auf unserem Platz zu spielen. 5. November 2021 hat man das letzte Mal gespielt und dann am letzten Spieltag gegen Glandorf. Von daher so gute 1,5 Jahre plus minus. Von daher, ja, war eine Challenge, aber eben halt danach auch nochmal ein Riesenkompliment an die Jungs, 29 Auswärtsspiele zu machen. In der Hinrunde haben wir wirklich tatsächlich dann immer auswärts gespielt und dann in der Rückrunde in Heringhausen auch da nochmal ein Riesenkompliment an unsere Nachbarn, die da alles gemacht haben, um Bezirksliga-Fußball zu realisieren. In Hundeburg haben wir 2, 3 Spiele gemacht. Von daher auswärts und
ja, Riesenkompliment an die Truppe als Aufsteiger, darf man nicht vergessen, ohne eigene Jugendarbeit. Zweite Mannschaft, sage ich immer wieder, nicht despektierlich, zweite Kreisklasse, und wir hatten im Kader drei Leute, die überhaupt schon mal vorher Bezirksliga oder höher gespielt haben. Und von daher, ja, geiles Dorf, 400-500 Zuschauer, auch auswärts viele Zuschauer dabei. Ja, Riesenkompliment ans Umfeld, an die Truppe. Mehr geht bei uns halt nicht, das wissen wir auch, und das war für mich nach der Aufstiegssaison fast noch eine perfektere Saison mit allem, was dazugehört. Ja, dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen. Also Respekt für die Leistung, das zeugt auch vom gesunden Teamgeist. Aber ich glaube, der ganze Verein ist positiv irre genug, um noch eine Saison dran zu legen. Und dass ihr euch da in einer schwierigen Bezirksliga-Saison, die sicherlich bevorsteht, etabliert. Uwe, ich hatte mit dir noch das Vergnügen, als Co-Trainer an deiner Seite beim Tosaste arbeiten zu dürfen. Das war eine coole Zeit. Ist auch schon wieder einige Jahre her. Du hast dann, bist dann noch über die Grenze gegangen zum BSV Reden. Du hast in Merzen trainiert. Bist dann nochmal wiedergekommen zum Tosaste einige Jahre später. Hast auch deine A-Lizenz gemacht. Ich persönlich finde es ein bisschen schade, dass du nicht mehr im Traineramt bist. Warum ist das so? Damals munkelte man ja, du hast manchmal hin und wieder schon Probleme mit dem großen Ball. Jetzt habe ich gehört, hast du eventuell Probleme mit so einem kleinen weißen Ball? Oder habe ich falsche Infos? So, jetzt müssen wir ein bisschen länger ausholen, Thomas. Ich hatte nie Probleme mit dem Ball, weil ich so ein unheimliches Ballgefühl habe. Das hat sich einfach so ergeben irgendwann im Laufe der Jahre. Ich habe mich dann ja, also ich war noch dann 3 Jahre Torwarttrainer in Lotte danach hier, wo es auch sehr, sehr professionell war, und ich habe mich auch mal auf meinen Beruf gesetzt und habe mich dann entschieden, beim VfL, weil ich was zurückgeben wollte, ins Präsidium zu gehen, was aber, glaube ich, im Nachhinein für einen Sportler nicht unbedingt so fördernd ist, weil ich einfach zu emotional bin, da muss man mehr politisch unterwegs sein. Und ich glaube, die haben mich auch dann, die Fans, die ja Uwe Brunn immer so unterstützt haben, aus der Fanabteilung, haben dann gesagt, okay, der passt hier nicht ins Präsidium. Und dann hat man mich da im November 2017, das war direkt bei meinem 50. Geburtstag, dann abgewählt. Und das war natürlich ein riesen Niederschlag für mich. Aber auf der anderen Seite hat mir das auch gezeigt, dass es auch ohne Fußball geht. Die Zeiten, wir auch in der Bezirksliga, haben unwahrscheinlich viel Spaß gemacht mit dir, überall. Aber ich denke mal, dann ist das auch gut gewesen. Und ich begleite ja oder gucke mir viele Spiele vom VfL immer noch an. Hin und wieder rufen die mal an vom NDR, komm mal vorbei, das macht auch Spaß. Und das mit dem Golfen, das ist ja so mit meiner Frau zusammen, Golf ist ja eigentlich ein Sport fürs Alter, dass man sich auch ich bin jetzt 55, also die beiden Jungs lachen hier, oder du bist ja genauso alt, aber dass man dann halt auch wirklich noch sich bewegen kann, dass man ist auch mal in der frischen Luft unterwegs, man läuft mal ein bisschen bergan und der Ehrgeiz ist da, man kann mal einen Golfschläger in eine Ecke schmeißen oder so, also das ist wunderbar, macht eigentlich Spaß, und ja, wenn man so ein bisschen Abstand hat vom Fußball, ist es ja auch ganz gut. Und ich finde einfach, irgendwann ist auch gut gewesen. Ich merke das ja an den beiden, das haben die ja auch vielleicht auch beim VfL so gelernt, von Heiko, von ihren Trainern da beim VfL, dass sie unheimlich diszipliniert sind, unheimlich engagiert sind, einfach so diese Galligkeit haben. Und das finde ich großartig. Und wenn man sieht, was die beiden da für einen Erfolg haben. Mir fällt gerade noch ein, wo du sagst, der Platz muss gemacht werden, Nico. Mein Schwiegersohn kommt aus Fenne. Und ich glaube, es war mit das letzte Mal. Ich habe immer noch mal gesagt, komm, Elfmeterschießen und so. Ne? Und hatten wir einen relativ schwierigen Abend vorher, also da gab es relativ viele Getränke, und ich hatte dann halt die Sportwerbewoche in Fenne und dann Elfmeterschießen. Und da habe ich mir wirklich die ganze rechte Platte aufgerissen, weil es da wirklich so knochentrocken war. Das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht 5 Jahre oder so. Da habe ich mir gedacht, weißt du was, Uwe, da tust du dir wirklich nie wieder an. Und ich glaube, ich bin mir auch treu geblieben, weil letztendlich muss man ja auch sagen, das ist ja dann am nächsten Tag dann bitte doch immer schlimmer, dass man dann die Knochen tun einem dann weh. Ja, also schlussendlich, letzten Endes, Lama Rhabarber, also es war eine schöne Zeit und ich bin mit mir im Reinen und wie gesagt, ich habe halt mein Hauptaugenmerk immer noch auf dem VfL, gucke mir die Spiele an und das interessiert mich halt und ansonsten bin ja zum zweiten Mal verheiratet, die ältere Tochter von meiner Frau, die Valeria, erwartet stündlich Nachwuchs und so, dann kommt man ja auch mal so vielleicht in die Phase, wo man dann mal mit einem Enkelkind mal was machen kann oder so. Meine beiden Töchter haben noch keine Kinder, kann sich auch noch ändern, aber von daher ist es dann auch eine andere Lebenszeit, wo man dann halt guckt. Ich gucke jetzt schon irgendwo, dass ich sage, komm, in den nächsten Jahren kommen die 60 und dann kommt vielleicht mal irgendwann der Ruhestand. Das muss man ja mal so sehen. Ja, die Zeit rennt einfach. Das ist einfach mal so, ne? Trotz alledem, ich habe es eingangs schon gesagt, die drei Herren hier verbindet natürlich auch das Dasein beim VfL, aber die haben noch eine andere Verbindung, wo ich denke, da kenne ich sie alle drei gut genug. Die beiden noch aktiv, Uwe jetzt nicht mehr aktiv an der Linie. Alle drei sind sehr akribisch an der Linie, sind sehr emotional an der Linie
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich als Spieler habe das gemocht, wenn draußen einer steht, der Gas gibt. Aber wie ist es denn zum Beispiel bei dir, Tobi? Wenn du draußen stehst, ich meine, wir wissen alle, wie emotional du da abgehst und wie viel du kommentierst. Hättest du als Spieler, und ich weiß noch, wenn du im Tor standest, du branntest auch lichterloh, hast du als Spieler auch genau so einen gebraucht oder wäre dir eher auf den Sack gegangen? Da ich ein sehr emotionaler Typ bin, brauche ich auf jeden Fall so einen Trainer. Ich hatte natürlich mit Heiko Floppmann auch einen, der ja auch relativ klar in seinen Antworten war und auch in seiner Sprache. Mir ist immer eine Szene im Fußball eingetrichtert worden. Und das war, wo ich im VfL bei der ersten Mannschaft gespielt habe, im Stadion an der Bremer Brücke ein Profispiel gemacht habe und Joe Enox. Ich war wirklich schon heiser. Ich habe mir den Hals rausgeschoben und Joe Enox, Tobi, sag endlich mal was. Und da habe ich gedacht, okay, ich muss noch eine Schippe oben drauflegen, obwohl ich schon heißer war. Und irgendwie hat mich das so geprägt. Und wie du schon sagst, das ist eine VfL-Zeit, die prägt einen, die entwickelt auch einen. Und dementsprechend bin ich ein Emotionaler, ich kenne das nicht anders. Und mir macht das eigentlich unendlich Spaß. Und ich brauche auf jeden Fall auch einen Trainer, der emotional ist. Ja, okay. Man nimmt ja aus seinen Stationen immer negative Sachen, erlebt man negative Sachen, aber man nimmt auch positive Sachen mit für sich selbst und wandelt die dann etwas um. Das ist auf jeden Fall was du definitiv weiterführst und das kann man auch ziemlich weit hören. Aber wie gesagt, das ist alles nicht negativ gemeint. Du hast deine Art, es gibt andere Coaches, die machen das anders. Nico, die Bezirksliga, die uns erwartet. 3 Landesliga-Absteiger mit Hollage, Foxtrupp, Bad Rothenfelde macht die Bezirksliga noch attraktiver, aber auch eine ganze Ecke schwieriger. Oder wie siehst du es? Ja, absolut. 3 Top-Absteiger. Ich denke, da weiß man, die werden auch sicherlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Die werden eher oben mitspielen. Aber auch 3 Top-Aufsteiger von unten mit Toguchi, die jetzt auch wieder aufgerüstet haben. Auch viele Neuzugänge. Berge da souverän durchmarschiert. Auch so ähnliche Mentalität wie Fenne, würde ich sagen. Eingeschworene Truppe, die auch 90 Minuten da Vollgas gibt. Hagen über Jahre in der Kreisliga Süd da eine gute Rolle gespielt. Also das wird eine super interessante Nummer. Das haben wir intern auch schon nach der Saison besprochen. Kommt hinzu leider 5 Absteiger. Ich hätte gerne lieber dieses Jahr 5 Absteiger gehabt wie nächstes Jahr. Und ja, da braucht man, glaube ich, nicht Mathematiker sein, dass da die Dreiviertelliga wahrscheinlich gegen Abstieg spielt. Und für uns gilt das auch, wo wir genau wissen, wo wir herkommen. Und das wird brutal. Aber andersrum finden wir super cool. Ich glaube, Rothenfelde mindestens, Hollage vielleicht nicht. Die brauchen alle einen Kompass oder einen Navi, dass die Fenne finden, weil die meisten haben in Fenne noch nie gespielt. Das ist ein Kompliment für uns. Und deswegen ja, freuen wir uns einfach darauf, diese Truppen dann bei uns endlich dann mit 17 Heimspielen sind es dann bei uns begrüßen zu können. Und wir freuen uns darauf. Wir wollen alles rausholen. Wir sind der Underdog weiterhin. Aber machen uns auch nicht kleiner, als wir wirklich sind und sind unangenehm zu spielen. Das werden alle auch zu spüren bekommen, das ist keine Ansage. Aber wir wissen, wenn wir am Ende des Tages wieder über dem Strich stehen, dann haben wir wieder was Geiles geleistet. Aber die Liga, glaube ich, würde ich sagen, Tobi, weiß nicht, wie du siehst, ist wahrscheinlich nie so gut gewesen wie die letzten 10 Jahre in Kombination mit den Traditionsvereinen, mit allen, mit den Landesligisten. Und von daher eine super coole Liga, 34 Spieltage, die man rocken darf. Dürfen sich alle darauf freuen. Wir in Fenne freuen uns auf jeden Fall darauf und sehr coole Geschichte. Ja, und in Fenne können Sie sich auf einen super Rasenplatz freuen, glaube ich. Weil wenn er so lange dauert, dann muss da ja ein englischer Golferrasen liegen. Ach, da kommt gleich der Einspruch. Nee, ich habe dann nochmal ein Angebot an Uwe, dann direkt, der ist zwar älter geworden, aber man sieht es wirklich nicht. Jetzt ist der Rasen top, vielleicht erklärt Uwe sich nochmal bereit, vielleicht doch mal bei uns. Wir haben eine Jugendabteilung neu aufgemacht, mal vielleicht vorbeizukommen. Uwe ist ja nun mal ein absolutes Idol, ich brauche da gar nicht rumschleimen. Der Platz ist super, vielleicht stellt er sich mit 55 nochmal ins Tor und unsere Jugendspieler dürfen ein paar draufkloppen. Wenn er dann morgens mit seiner Hüfte wieder aufwacht, wird es definitiv nicht am Platz liegen, sondern eher am Alter. Aber herzlich willkommen, Uwe, wir würden uns freuen. Und wenn dein, ja, wusste ich gar nicht, dass du Bezug hast zu Fenne, dann ist das ja vielleicht noch cooler. Ja, kann man sich sicherlich mal drüber unterhalten, Uwe, ne? Du hast eben schon gesagt, die Prioritäten für dich haben sich etwas verändert, was man auch versteht. Aber ich muss nochmal sagen, deine Lizenz, die du letztendlich gemacht hast, die hast du dann auch nie verlängert oder musstest du auch vielleicht gar nicht verlängern, das weiß ich nicht genau. Stand es für dich niemals wieder danach im Raum, dass du wieder ins Trainergeschäft einsteigst, egal jetzt bei welchem Club, ob im Südkreis, im Nordkreis oder in der Stadt? War das kein Thema mehr für dich?
Nee, Thomas, also eine A-Lizenz, ich habe ja die A-Lizenz, die verliert ja nie an Gültigkeit, nur halt, wenn man sie nicht verlängern lässt, ist halt nicht aktiv sozusagen. Dann musst du halt dann, weiß ich nicht, ein paar Mal mehr zur Fortbildung fahren, dann wird die natürlich wieder aktiv. Aber für mich war eigentlich dann 2017 klar, dass ich einfach damit abgeschlossen habe mit dem Kapitel. Das war, wie gesagt, eine riesen Enttäuschung, aber auch vielleicht auch wirklich, wie gesagt, zu Recht, weil ich im Vorfeld gedacht habe, in der Situation, wie der VfL sich damals befunden hat, 2014, dass ich da wirklich richtig, richtig helfen kann. Und ich habe dann aber auch schnell gemerkt, ne, dass auch in den Gremien da viele Leute sich selber da verwirklichen wollten, sich wichtig genommen haben. Mir ging es eigentlich immer nur um VfL. Und ich habe dann aber auch kein Blatt vor den Mund genommen. Ich habe dann auch gemerkt, dass so teilweise Vertreter von der Fanabteilung sich da auch irgendwie so ein bisschen präsentieren wollten. Und da habe ich mich dann auch teilweise wirklich nicht diplomatisch angestellt. Demokratisch ist Quatsch, diplomatisch. Und deswegen bin ich da irgendwie dann auch gescheitert. Und dann fällt auch zurecht. Und wenn man dann aber so für sich entscheidet, okay, jetzt mit dem Fußball, dann ist das okay. Also das hat auch sicherlich Zeiten gedauert. Also das erste Jahr war ich mega enttäuscht, da kann man ja auch zugeben. Ich meine, jeder hat ja schon mal einen Niederschlag gehabt im Leben irgendwo. Aber deswegen bin ich ja nach wie vor mit dem VfL verbunden, bin auch oft da, kenne auch die Leute in der Geschäftsstelle gut und so weiter. Also das ist alles okay, mit Lothar Ganz immer wieder zusammen und alles. Christian Klaasen trifft man mal. Und bei den Olis bin ich jetzt nicht dabei, weil ich einfach nicht mehr spielen kann. Das wäre ja gar keinen Sinn mehr in der Halle. Tobi ist ja da sowieso Deutschlands bester Bundeszaubertorwart, den es gibt. Muss man ja mal sehen seit Jahren. Toll, wie er es da macht. Und von daher, und dann merkt man ja auch irgendwo, wir haben jetzt seit ein paar Jahren haben wir ein Feriendomizil an der Ostsee. Da bin ich als Kind schon gewesen, als junger Berliner im Timmendorfer Strand. Und ich sag mal so, jede freie Minute sind wir halt da. Ne? Und dann, ich sag mal, ich werde demnächst auch mal Spiele vom VfB Lübeck gucken, unserem früheren Erzrivalen in der dritten Liga dann. Da freue ich mich auch schon drauf. Ne? Also von daher, die Welt ist bunt, sagt man ja so schön. Und ich bin hoffentlich noch ein paar Jahre gesund. Ich habe jetzt noch ein Familienmitglied, mein Papa ist noch da, der ist jetzt auch schwer krank, ich hoffe, dass es dem bald wieder ein bisschen besser geht mit 83 und dann fahre ich halt auch hin wieder mal kurzfristig nach Berlin und das ist mir halt wichtig, ne? Dass ich Kontakt zu meinen Kindern immer halte und wie gesagt, und beruflich werden die Anforderungen auch immer größer und von daher, ich habe auch schon, das tut mir auch leid, weil von meinem guten Freund Joachim, der heißt Hartmut Rosberg und der Sohn von Rosberg, wie heißt er mit Vornamen, fällt mir gerade nicht ein. Julian Rosberg, danke, so ein Mittelstürmer, ne? So zum Beispiel, den kenne ich auch, also von daher da wollte ich schon mal zum Spiel mal gucken fahren, aber von Rolle, ja klar. Und ich habe damals, glaube ich, sogar mein erstes Spiel für ein VfL in der Vorbereitung 91, glaube ich, in Rulle gemacht, damals gegen Reingendorfer Füchse. Die waren ja damals irgendwie Oberliga Berlin, also von daher schließt sich dann immer so ein bisschen der Kreis manchmal. Und also von daher, das werde ich auch demnächst mal nachholen, mir da mal ein paar Spiele angucken. Macht ja auch Spaß, mal wieder so ein bisschen dann zu gucken, um auch mal zu sehen. Oder mal in Bersenbrück, wenn Tobi da rumschreit. Ich meine, das ist doch richtig so. Man muss die Spieler motivieren. Die Spieler brauchen Motivation. Und die wollen ja auch eine Führung, eine Lenkung haben, dass sie halt Sachen, wenn sie die falsch machen. Und letzten Endes geht ja alles, wollen wir uns da nichts vormachen. Wenn der sportliche Erfolg, guck mal, ein Aufsteiger am 6. Platz, sensationell. Die sind da eigentlich über Jahre hinweg vorne dabei, werden unglücklich Zweiter. Und er sagt aber noch im Interview, ist auch toll, die haben es irgendwie dann verdient. Andere hat gesagt, oh, unglücklich, nee, die haben es verdient. Am Ende des Tages Tabelle und Feierabend. Ja. So, und von daher ist doch alles schön. Und dann, so können auch alle zufrieden sein. Aber ich muss ganz ehrlich mal sagen, ich habe damit abgeschlossen und das ist einfach so. Und das wird sich auch nicht mehr ändern und kann ich gut mitleben. Das ist dann auch okay. Trotz alledem hätte ich mich mal über einen Anruf gefreut, wenn du mal wieder einen Co-Trainer brauchst. Also ich wäre da gewesen. Aber das regeln wir dann jetzt mal anders irgendwie, ne? Ja, kriegen wir hin. Auf keinen Fall. Tobi, ich habe es eingangs gesagt, Sportfreunde Lechting ad acta gelegt. Natürlich hättest du dich da gerne mit dem Landesliga-Aufstieg verabschiedet, aber neue Zeit in der Oberliga, im Südkreis, im Nordkreis, beim TuS Bersenbrück, Oberligist. Die Vorbereitung hat schon begonnen für euch. Du gehst dahin als neuer Trainer. Erstmal die Vorarbeit, die die Jungs da geleistet haben, das Trainerteam um Thorsten Marunde-Wehmann, den ich auch sehr gut kenne und auch schätze, haben da eine tolle Saison abgeliefert. Er ist ja auch eingesprungen noch, glaube ich, und wie gesagt, haben sich, das haben alle gelesen, für den DFB-Pokal qualifiziert, haben ein mega geiles Los bekommen mit Borussia Mönchengladbach. Ab heute ist es, glaube ich, auch offiziell. Ihr spielt auf dem Freitagabend an der Bremer Brücke vor sicherlich 15.000, 16.000 gegen Borussia Mönchengladbach. Jetzt kommt Tobi Langemeier da als neuer Trainer hin. Wie gehst du dahin? Was für Ziele hast du? Willst du komplett das Spielsystem ändern? Oder
willst du nur Hurra spielen oder nur defensiv spielen? Also jetzt nicht nur gegen Gladbach, grundsätzlich. Ich meine, die Jungs sind schon gut ausgebildet und die sind heiß da. Wie gehst du da hin? Wie ist dein Plan von deinem Team, Trainerteam? Also ich sag mal so, ich beschäftige mich seitdem ich da den Vertrag unterschrieben habe mit Bersenbrück. Ich habe das parallel gemacht, Lechting und Bersenbrück. Ich bin ja auch in der Kaderplanung voll drin gewesen. Habe mit Thorsten einen extrem super Austausch. Wir haben ein super Funktionsteam. Der Verein, der lebt. Ich habe das letzte Woche Sonntag bei der Kreissparkasse in Bersenbrück erlebt, bei der Pokalauslosung, was da los ist, mit welchem Enthusiasmus die haben, was da gerade entsteht, auch allein durch den Pokalerfolg. Also eine Riesengeschichte. Ich als Trainer bleib mir treu, so wie ich bin. Das ist mir extrem wichtig. Ich habe nie dorthin gearbeitet, Oberliga mal zu trainieren, das muss ich dazu sagen. Für mich war Lechting immer der Herzensverein. Ich habe dort 7,24 investiert, ich habe da Herzblut investiert. Und dass sich daraus jetzt so eine Möglichkeit ergibt, ist einfach ein Geschenk für mich persönlich. Und so sehe ich das Ganze auch. Ich habe Bock, meinen Typen, meine Art vom Fußball nach Bersenbrück zu bringen. Ich habe Bock, dass extrem viele Zuschauer auch nach Bersenbrück kommen, um einfach eine attraktive Mannschaft zu sehen, die DNA der letzten 7 Jahre in Lechting ebenfalls irgendwann in Bersenbrück sehen, mit attraktivem Tempofußball, mit Hochpressen etc. pp., weil ich da einfach darauf Bock habe und ich glaube auch die Zuschauer Bock drauf haben und auch der Verein generell, weil ich finde, attraktiven Fußball, das gehört am Sonntagnachmittag dazu. Ich kann destruktiv spielen, ja, ich kann mich hinten reinstellen, aber das bin ich nicht, weil ich nicht abwarten will, sondern ich will proaktiv sein, ich will selbstbestimmt sein. Und das hat sich in den letzten Jahren bei mir entwickelt und das werde ich jetzt mit purer Vorfreude und auch extremem Willen und auch Ehrgeiz in Bersenbrück jetzt angehen, das Thema, auf einem ganz anderen Niveau. Und darauf freue ich mich auch extrem, deutlich professionellere Bedingungen, was ganz normal ist. Und ein Verein, der lebt, der noch wachsen möchte und der eine goldene Zukunft auch vor sich hat, das muss man auch dazu sagen. Und wie du schon sagst, ich werde auf Thorstens Arbeit aufbauen, das ist für mich extrem wichtig, er hat einen super Job gemacht. Er ist jetzt mein Bindeglied als sportlicher Leiter und das passt zu 100% und ich freue mich einfach extrem auf diese Aufgabe und freue mich einfach Vollgas zu geben, ebenfalls in der Oberliga, so wie ich es in der Bezirksliga gemacht habe oder auch in der Kreisliga in Lüstringen oder. Ja, hört sich gut an, dafür drücken wir alle Daumen und wir sind gespannt, ob wir dann an der Bremer Brücke gegen Borussia Mönchengladbach auch ein hohes Pressing sehen. 100%. So kennen wir dich, kein Problem, mach das. Nico, du betonst immer wieder, ja, wir beim TSV Fenne, viele kennen vielleicht den Platz nicht, die Wege dahin gar nicht, aber ihr seid schon dafür verantwortlich, dass die Jungs das kennenlernen, nämlich die Wege. Und wenn die einmal bei euch waren, dann sagen die sich, gut, dass wir jetzt erstmal wieder Zeit haben, da wollen wir gar nicht mehr so gerne hin, weil ihr nämlich auch Vollgas spielt. Ich habe euch einige Male gesehen, habt einen richtig guten Kader und dir gelingt es auch immer wieder mit deinem Trainerteam zusammen, richtig coole Spieler, auch junge Spieler aus der Umgebung für euch zu gewinnen. Wie schaffst du es immer? Überzeugst du die einfach durch deine Art oder durch die Art, wie ihr Fußball spielt? Ja, erstmal sehe ich es genau wie Tobi, ne? Dass wir irgendwie so sind wir groß geworden, dass wir immer ein Teil deines Teams sind. Ne? Ich gehe da mal zurück nochmal, wenn das vielleicht nicht zu deiner Frage passt. Was hat einen immer geprägt? Ne? Mein erster Trainer im Herrenbereich war Werner Biskup, war auch sehr, sehr emotional, aber auch super sozial. Ne? Also viele, Uwe kennt ihn gut, dann, wenn man so mal ältere Geschichten erzählt, dann kommt immer, ja, der war doch der Alkoholiker, wo ich immer sage, ey, Freunde, ganz ruhig, ne? Ihr kennt ihn nicht. Es war ein super Mensch, ich kann mich noch daran erinnern, mit Inningshof, der hat früher mit den Kindern gespielt, nach den Spielen, wo wir gegessen haben. Und der hat mich halt auch wahnsinnig geprägt. Ich war jetzt kein Idol wie Uwe, kein begnadeter Fußballer, habe eben da auch einige Drittligaspiele gemacht, wo eben Werner Biskup, Heiko dann auch für zuständig gewesen sind. Und da hat man eine gewisse Dankbarkeit und man weiß, wie die Menschen gearbeitet haben, immer im Team gearbeitet haben, sich selber auch nicht immer so wichtig genommen haben, sondern immer im Team gearbeitet haben. Und so sehe ich das beim TSV auch. Da ist halt ist keine One-Man-Show von Nico Fehlauer, um Gottes Willen. Da gibt es ganz, ganz viele Ehrenamtliche. Mein sportlicher Leiter Jochen Täcker macht das seit mehr als einem Jahrzehnt. Der ist da groß geworden, der hat selber in der ersten gespielt. Und was uns halt einfach auszeichnet, klar habe ich da meinen Anteil, ist halt einfach diese Mentalität dieser Truppe. Die hat eine riesen, riesen Mentalität. Ich brauche gar nicht immer noch darauf eingehen, dass wir eben mit Christian natürlich den Schicksalsschlag gehabt haben, dass man einen Spieler verliert, was das Schlimmste ist, was ich
keinem Menschen, keiner Mannschaft, keinem Trainer, überhaupt keinem gönne. Das hat uns aber trotzdem immer noch mal näher zusammengebracht, das muss man auch sagen. Und ich habe ein paar Mannschaften schon trainiert, auch schon höhere Mannschaften mit mehr fußballerischer Qualität. Das ist aber auch gar nicht despektierlich, das wissen die Jungs. Aber ich habe noch nie eine Mannschaft trainiert, die so ein Herz hat und so ein Teamgeist, eine Mentalität auf dem Platz, Trainingsbeteiligung, die sich immer reinhauen, die alles annehmen, die nicht meckern, auswärts, zu Hause, wo auch immer, es ist scheißegal, die machen halt einfach und das zeichnet uns aus und es ist viel harte Arbeit, du sagst es auch, und John Holm, ne, viele haben immer, Tobi sagt, weiß es auch, ja Nico, du hast ja auch den besten Sturm, ich sage immer, naja, vor gut einem Jahr, wer kannte John Holm? Kein Mensch, der hat in Engter oder egal wo er gespielt hat, in der Kreisklasse keine 10 Tore geschossen, der ist bei uns durchgestartet mit dem Umfeld, was dazu gehört. Und das ist unsere Philosophie, dadurch, dass wir keine Jugendarbeit haben, immer in den, nicht den Nachbarvereinen irgendwie die Leute abzugrasen, sondern zu gucken, wo können wir können nur mit Externen arbeiten, weil wir selber intern gar nicht, es ist gar nichts da. Und das machen wir gut, haben dieses Jahr auch wieder junge, entwicklungsfähige, junge Spieler mittleren Alters aus der Kreisliga geholt. Da sind oft nie gestandene Spieler dabei aus der Bezirksliga. Und das ist unsere Philosophie, die wollen wir bei uns in unser System, in unser verrücktes Dorf integrieren. Die dürfen und sollen sich entwickeln, die müssen sich auch entwickeln, wenn wir in der Bezirksliga bleiben. Und das ist unsere Philosophie und das machen wir über Jahre. Ich bin jetzt, gehe jetzt ins vierte Jahr, überragend, aber auch schon vor meiner Zeit sind da viele Strukturen gut aufgebaut worden. Ja, das macht unwahrscheinlich viel Spaß, weil das ist für mich einfach komplett ehrlicher Fußball. Wir sprechen über Profifußball, über Milliarden, Millionen und wir sprechen über die Basis, die wir immer wieder verlieren, auch der DFB. Und das ist für mich komplett ehrlicher Fußball, wo die Bratwurst, das Bier dazu gehört. Aber auch trotzdem Fußball mit Einstellung, mit genau was Uwe sagt, mit, das ist kein Bezirksliga-Fußball, wo man sich vorstellt, da wird immer nur gesoffen vorm Spiel und im Spiel oder in der Halbzeitpause. Das wird ja manchmal so dargestellt, sondern das ist halb semi-professionell, wo die Jungs richtig Zeit investieren und alle drumherum, um Gas zu geben. Und das ist mir wichtig, das ist uns, glaube ich, Tobi, kann ich für dich sprechen. Wir sind da sehr gleich unterwegs und das macht halt einfach Spaß und das zeichnet uns im Fenner halt einfach auch aus. Ja, Hut ab vor dem, was ihr da ableistet. Und wie gesagt, ich gehe ganz stark davon aus, dass ihr euch in der Bezirksliga definitiv auch etabliert. Aber schwer wird es allemal für alle Mannschaften. Ja, so langsam kommen wir zum Ende hier. Ich könnte mit euch locker noch hier 2 Stunden sitzen. So gemütlich und so informativ ist das auch, Uwe. Wenn du sowieso dabei bist an meiner Seite, ist das sowieso immer für mich sehr, sehr einfach, weil du schon sehr, sehr interviewerfahren bist. Aber meine beiden Kollegen hier links auch nochmal danke, dass ihr gekommen seid. Wenn ich schon mal die 3 Ex-VfLer hier an meiner Seite habe, müssen wir mal ganz kurz einmal anreißen, wie hast du denn den Zweitliga-Aufstieg im Herzschlagfinale vom VfL miterlebt, Uwe? Warst du im Stadion? Ich muss ganz ehrlich mal sagen, ich war nicht im Stadion. Ich hatte noch eine Einladung vom NDR bekommen, 3 Tage vorher. Ich war mit meiner Frau eine Woche in Timmendorf und habe das dann auch dann durchgezogen, was ich im Nachhinein auch ein bisschen bereue, ehrlich gesagt, weil das war ja wirklich ein einmaliges Erlebnis wahrscheinlich. Aber Wahnsinn, also der Tommy Reichenberger sagte immer noch, auch in der 94. noch, also da, kurz vor dem 1-1, ach, wenn hier ein Tor fällt, dann kann auch was gehen und so weiter. Und ich kenne auch einige Bekannte von mir, die schon nach 90 Minuten nach Hause gegangen sind, ne? Die ärgern sich natürlich jetzt ohne Ende heutzutage. Und von daher super für die Region, dem VfL strahlt ja momentan die Sonne aus dem Hintern, auf Deutsch gesagt. Und was ich auch so komisch finde, VfL spielt ja gegen 1. FC Köln, habe ich mal gespielt. Ihr spielt gegen Gladbach, habe ich mal gespielt. Also komisch irgendwie, manchmal ist das so, hat auch nichts mit mir zu tun, aber finde ich halt auch mega interessant. Und ich hoffe, dass der VfL natürlich auch mit den finanziellen Möglichkeiten, die er jetzt hat, jetzt auch durch die hohe Ablösesumme von Sven Köhler, dass er halt eine Mannschaft auf den Platz bringen, die da mithalten kann in der zweiten Liga. Und es wäre ja schön, ich war jetzt neulich auf so einem Interview, da haben sie mich gefragt, ja, der VfL in meiner Bundesliga, das ist nie auszuschließen, aber das halte ich ja zum jetzigen Zeitpunkt für eine völlige Utopie. Es wäre halt schön für uns, für unsere Region, die Leute sind ja so VfL-affin, wenn der VfL sich wirklich mal 3 bis 5 Jahre jetzt mal in der zweiten Liga halten würde und dann kann man ja auch immer so ein bisschen aufsatteln, das würde ich mir einfach wünschen. Und ich muss ganz ehrlich mal sagen, ich bin von euch beiden heute Abend wirklich echt total angetan, weil so wie ihr das so überbringt, so, wir haben uns jetzt auch länger nicht gesehen oder sowas, ihr entwickelt euch ja auch und so, das finde ich so cool. Also da hätte ich auch mal Bock als Spieler, ist ja vorbei, aber so mit unter solchen Trainern dazu sagen, muss ich echt sagen, das ist bestimmt ein Erlebnis und wünsche euch beiden für die, in dem Zusammenhang eben, ich würde es vielleicht noch weiterfragen mit VfL, aber für eure neue Saison, für dich, für deinen neuen Job da, alles, alles Gute, viel Erfolg und bleibt gesund und aber so wie das läuft, dann wirst du sicherlich ganz oben ankloppen an der Regionalliga und ihr werdet auf jeden Fall die Klasse locker halten, denke ich mal. Und naja, wünsche euch alles Gute. Und du, Tommy, mach mal weiter so. Deine Interviews sind immer interessant, die schaue ich mir auch mal an. Also von daher, machst du das gut. Das ist gut, dann mach du auch mal weiter so. Alles klar. Tobi, ja. Wie hast du das Herzschlagfinale an dem Tag miterlebt? Vorm Fernseher oder warst du im Stadion?
oder bist du schwimmen gefahren? War, glaube ich, sehr warm an dem Tag. Nee, schwimmen war ich nicht. Ich war es auch von zu Hause, vom Fernseher. Und 86., 87. Minute habe ich mich an 2006, 2007 zurückerinnert, wo ich das ja miterleben durfte, weil ich Teil der Mannschaft war, wo wir dann auch aufgestiegen sind, wo Tommy Reichenberger dann ja das Unmögliche doch noch möglich gemacht hat. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, wenn jetzt gleich irgendwann doch noch ein Tor fällt, dann werden die das definitiv packen. Und alle sind zu Hause ausgerastet wie die Wilden. Und das war schon echt mega Gänsehaut. Und ich wünsche dem VfL, so wie Uwe auch, dass sie einfach langfristig jetzt auch in meiner zweiten Liga bleiben, ne, das Fundament da auch legen und dann auch den Erfolg bekommen, den diese Region einfach verdient hat. Und VfL Osnabrück ist das Aushängeschild schlechthin. Und dementsprechend drücke ich da fest die Daumen. Und ich schließe mich da Uwe jetzt einfach nochmal an. Uwe, dir wünsche ich natürlich auch privat alles Gute, dass du den Golfschläger so weit wie möglich nach vorne bekommst, beziehungsweise den Golfball. Und Nico wünsche ich natürlich in der überragenden Bezirksliga nur das Beste. Und ich bin auch von absolut überzeugt, dass Fenne definitiv den Klassenerhalt schaffen wird. Ja, Nico, wenn du noch eben sagen willst, wie du den Aufstieg vom VfL miterlebt hast und wo vielleicht? Ja, ganz anders als die Beine. Doch, Uwe war ja weg. Nee, nicht auf Malle. Das war später mit den Jungs. Nee, tatsächlich. Also ich habe in Fenne jemand, Familie Klöppel, beste Grüße, glücklich gemacht. Ich hatte Karten. Mein Schwiegervater, mein Sohn und meine Frau sind auch tatsächlich da gewesen. Aber wir hatten Jugendtag in Fenne. Und ja, da hat man als Trainer natürlich auch als erster Herrentrainer eine Verantwortung. Ich habe da die Tombola gemanagt. Von daher war ich zu dem Zeitpunkt in Fenne. Meine Familie war im Stadion, wir haben das alle verfolgt, hatten in Fenne noch eine Weinleinwand aufgebaut. Und eigentlich war es dann schon durch so für mich. Ich stand immer noch, glaube ich, in der Tombola-Bude und dann fiel das erste Tor. Dann schepperte es kurz bei uns im Vereinsheim und dann waren alle wieder wach. Ja, und dann nahm das Wunder seinen Lauf. Ne? Also ich habe es in Fenne mitgekriegt, gefeiert. Irgendwann, glaube ich, rief der Lütte mich dann an, auch meine Frau und was hier los ist. Und Schwiegervater ist schon unten auf dem Platz. Also habe das dann live über meine Frau da mitbekommen. Und von daher, ja, in Fenne. Schön, das mitbekommen. Ja, ich denke, ich brauche mich gar nicht wiederholen. Wir sind Ex-VfLer, dass man dem VfL das Gute wünscht, dass man das feiert, dass die Region wieder da ist, wo sie hingehört. Erste Liga sehe ich wie Uwe, ist ein bisschen utopisch. Im Fußball ist alles möglich, aber da sich zu etablieren und ja, das ist für alle geil, für alle ein Erlebnis und eine coole Geschichte. Ansonsten kann ich es nur zurückgeben, ja, nett hier zu sein, cool wieder alle mal wiederzusehen. Klar, wir beide haben uns auch zweimal in der Außenlinie gesehen. Vielleicht waren wir auch dafür verantwortlich, zumindest mit einem Punkt, dass ihr nicht hochgegangen seid, nicht die Wunde nochmal aufmachen. Uwe auch länger nicht gesehen, aber habe ich gerade schon gesagt, sieht noch aus wie früher, jung und frisch. Und von daher alles Gute an alle. Ja, wir werden uns bestimmt sehen und vor allem Gesundheit, das ist, denke ich, immer das Wichtigste im Leben. Ja, vielen Dank für euer Statement. Und was ich gemacht habe zum Aufstieg, das bleibt mein Geheimnis, weil wenn ich das erzähle, bin ich hier mein Job los. Von daher... Danke, dass ihr der Einladung gefolgt seid und schön, es war schön mit euch, die Runde hier. Ich wünsche euch in Fenne viel Erfolg, Nico, Tobi, für dich. Ja, in Bersenbrück alles Gute. Puste die richtig gut nach vorne da, die Jungs. Und bei dem einmaligen Spiel eventuell gegen München-Gladbach an der Bremer Brücke. Ja, da sind wir gespannt, wie es läuft. Es ist ein Highlight-Spiel, ist ein traumlos, alles Gute. Aber die Saison ist wichtiger. Deswegen sagen wir für die Saison alles Gute. Und Uwe, dir natürlich auch privat. Ich hoffe, mit der neuen Geburt, die bevorsteht, geht alles gut. Ansonsten vielen Dank, dass du auch da warst. Gerne. Und wir sehen uns sowieso. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr könnt damit leben, was wir hier von uns gegeben haben. Ansonsten Beschwerden immer gerne an meinen Kameramann André. Und alles Gute. Macht's gut, Borussia Ball TV. Ciao.